Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Haus- und Gartenautomat. Hier haben einen schönen Griff drin, die Verpackung ist echt angenehm und schön, auch sehr gut zu tragen. Wie gesagt, es hat 3 Kilometer funktioniert. Es wird empfohlen, auf beiden Seiten, auf der Seite, die ankommend ist, sprich auf der ansaugenden Seite ein 3,5 Meter langes Kabelchen zu benutzen, das dort dann halt an den Anschluss kommt. Oder ihr könnt auch einen Adapter ansetzen, das geht natürlich auch. Ne, diese Schnellstecksinger gehen natürlich auch. Da könnt ihr verschiedene Sachen anwenden, wie ihr das meint. So, und dann verpackungstechnisch sehen wir auch, was wir machen können. Hier ist schon die Waschmaschine abgebildet. Ihr könnt eine Waschmaschine damit betreiben. Zum Beispiel, sehr cool, könnt ihr Wasser sparen. Habt ihr einen Brunnen, schließt ihr das an die Waschmaschine an und ihr wascht mit dem Brunnenwasser, was ja absolut okay ist. Nur zum Trinken sollte man es halt nicht unbedingt benutzen. Es ist ein Brauchwasser. Oder aus eurem, ihr habt im Garten eine große Tonne Regenwasser. Regenwasser könnt ihr damit dann auch zum Beispiel transportieren und dann auch benutzen. Echt cool. Also mit dem Zeug kann man richtig viel machen. So, was haben wir noch? Hier Bewässerung. Es ist outdoorfähig. Ne? Dann haben wir hier den Filter, den können wir wechseln, säubern etc. Wir können mit Schnellventilen 2 Ausgänge benutzen. Wir können alles mit Info-LCD ansetzen. Und dann sieht man hier auch, maximal 250 Quadratmeter können wir bewässern. Ne? Das heißt, die Schlauchlänge ist echt immens. Ne? Das ist echt heftig. 8 Meter in der Höhe hubbar und 2 Bar Druck in 30 Metern Höhe sind noch erreichbar. Super cool, weil der Druck natürlich, wenn ihr das nach oben transportiert, geht runter. Zum Beispiel bei der 40 Meter Höhe habt ihr noch 900 Liter pro Stunde. Bei 10 Meter habt ihr 4000. Ne? Und das sagte ich vorhin, 5000 kann er fördern, also auf der gleichen Ebene. Ne? Super cool, funktioniert. Das heißt, ihr könntet mit diesem Gerät ein komplettes Haus mit Bewässer. Funktioniert. Ne? Würde funktionieren. Das klappt. Das ist ein Hauswasserversorgungsfreund, der richtig was bringt. Wir schauen jetzt rein, was alles drin ist und wie es sich zusammenfügt etc. So, wir haben hier sehr schöne Verpackung. Wir haben schön auf Karton, auf Kartonage gepackt. Das ist sehr nice. Wir haben hier sehr smart die Kartonage zusammengefügt. Kein Plastik ist bis jetzt zu sehen, außer hier ein bisschen, okay. Ne? Aber ich meine, das ist jetzt, das ist ja auch Kunststoff, klar, aber ein bisschen, also eine Mini-Tüte hatten wir jetzt. Und jetzt haben wir auch schon das Gerät hier vor uns. Die Bedienungsanleitung ist auch dabei, in Deutsch. Genau, und in Farbe ist der Flyer, der Rest ist in Schwarz-Weiß. Da sind halt noch die einzelnen Auflistungen. Und dann haben wir hier das Gerät selbst, was wir jetzt schon rausnehmen können. So, und hier, so sieht sie aus. Die Pumpe selber 85 Dezibel, das heißt also, sie wird schon hörbar sein, okay? Es ist jetzt nicht so, dass sie flüsterleise ist. 85 Dezibel ist schon was, also man wird sie hören, wenn sie läuft. Nur ihr müsst das ja immer sehen, ihr braucht sie ja, um irgendwas da zu machen. Ein Nebengebäude zum Beispiel mit Wasser zu versorgen, mit fließend Wasser zu versorgen, geht hiermit. Was ihr natürlich nicht machen könnt oder solltet, wäre euren Teich, der eventuell umgekippt ist, sprich der volle Pulle dreckig ist und dicke, fette Klumpen noch drin sind, die abpumpen. Das würde, glaube ich, das System dann doch hier diesen Filter relativ schnell verstopfen. Es sollte schon Brauchwasser durchfließen, welches keine bis minimale Partikel dort ja, mit sich führt. Ansonsten wäre es ein bisschen kacke. Ne? So, hier, schöner Griff, sehr, sehr cool gemacht. Ne? Wir können das hier drehen, damit es kompakter irgendwo hingeht. Dann haben wir hier die Checkliste, was wir alles vorher machen müssen, bevor wir überhaupt das Ding anstellen. Das ist nämlich auch wichtig, denn es ist ganz wichtig, das Gerät erstmal anzuklemmen. Ne? Hier kommt es rein. Ne? Was war es? 1 Zoll Durchmesser. Hier Kunststoffgewinde. Das heißt, hier kommt auch was mit Kunststoff dran. Zum Beispiel die Schnellkupplung oder halt der Schlauch, den ich schon angesprochen habe. Dann geht das hier durch, wird gefiltert, geht durch die Maschine durch, wird dann mit Druck versehen, ne? Damit mit mehr Power wird da reingesetzt und dann kommt es hier raus. Ne? Hier kommt es raus. Hier einmal und hier ist der zweite Ausgang.
Hier, ne? Hier und hier kommt es raus. So, und da können wir dann halt, hier ist eine Dichtung dran, das heißt, wenn wir den einen nicht brauchen, drehen wir den zu. Es ist nur ein Zudreher dabei, weil wenn wir die Pumpe anschmeißen, dann muss das ja irgendwo hin. Also ein Loch muss immer aufbleiben und dann wird das zum Beispiel hier oder hier, dann könnt ihr das auch wechseln, angesetzt, euer Schlauch, und dann in Betrieb genommen. Ne? In Betrieb nehmen, Anschalter drücken und dann könnt ihr hier im Menü noch auswählen, welche Pumppower ihr hättet etc. Was wir aber dann noch ganz wichtig machen müssen, ist, wir müssen nämlich Wasser einschütten. Ganz wichtig. Es ist wirklich sehr wichtig, dass wir das System bewässern. Ne? Dafür gibt es den Kumpel hier. Wir öffnen es. So, einmal auf. Nochmal auf hier. So, hier. Das ist hier der Öffnungsfreund. So, da ist auch eine schöne Dichtung dran. Und hier haben wir auch dann, wenn doch mal Partikel drin sind, die werden hier drin aufgefangen. So, dann kippen wir hier Wasser rein. Ganz wichtig. Bis voll ist. Ne? Bis es voll ist, vor allem kann auch randvoll sein, egal. Und danach machen wir es wieder zu. Nachdem wir es dann zugemacht haben, ist unser System hier einsatzbereit im Prinzip. Ne? Die Pumpe steht im Wasser, das ist wichtig, die sollte nicht trocken laufen. Und dann können wir das Ding schön anschließen. Sehr, sehr gutes Kabel dabei, sehr dick isoliert. Ein H07RNF-Kabel mit Schokostecker. Warum? Ist ja gefährlich, klar. Elektrizität läuft hier rein. Spritzwasser geschützt, wenn es doch mal nicht so ist. Wenn irgendwas ist, das ist dann doof. Ne? Deshalb läuft mit 220 bis 240 Volt, also für, ja, prädestiniert für Deutschland. Ne? Weil wir haben hier 230 Volt und da sind wir im Rahmen drin. Das heißt also, in Amerika können wir diese Pumpe nicht benutzen. Oder anderen Staaten, wo die Spannung anders ist. So, dann schieben wir hier noch unser Gegenstück rein, was auch immer. Gartenschlauch, die Waschmaschine, bla bla bla. Und dann können wir das Ding loslassen. Dann können wir es loslassen. Dann heißt es nur noch Druck einstellen, Automatikmodus zum Beispiel rein. Und dann, wenn die Waschmaschine oder der Sprinkler oder was auch immer, die Klospülung gerne Wasser haben möchte, merkt die Pumpe das und fängt an zu arbeiten. Wenn ihr bei einem Brunnen hingeht, habt ihr unten auch ein Zollrohr, was rauskommt. Mit dem Rückschlagventil sollte dann noch dran. Dann könnt ihr dort auch noch Wasser reinfüllen. Das wäre noch wichtig. Das heißt also, auch die Leitung, die hier reinführt, die sollte auch schon mit Wasser voll sein, so gut wie möglich. Und dann kann es losgehen. Was ich auch sehe, ist, ihr könnt es sogar hier dran schließen und reinfüllen. Das Wasser würde ja bis hier oben sich sammeln und dann auch noch hier in unsere Anlage laufen, was ja auch gut ist, weil es soll ja geflutet sein alles. So könnt ihr das dann gewährleisten, dass diese Maschine nicht trocken läuft. Weil auch wenn sie sich abschaltet, wir wollen sie aber benutzen. Das heißt also, sie sollte im Wasser stehen, sie sollte geflutet sein mit Wasser und dann kann sie loslegen und losfördern. Und wenn sie mal nichts haben sollte, sprich kein Wasser da ist, wird sie sich auch im Notfall wieder automatisch ausstellen. Und das ist auch wichtig, ansonsten geht sie ja kaputt. Und das wollen wir bei so einem doch wertvollen Gerät doch nicht unbedingt haben. Das ist die Haus- und Gartenautomat 5000/5 mit einem LCD. La, sehr schönes Ding. Auch designtechnisch sieht es richtig gut aus. Von Gardena. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.